Bundesrat Rösti hat es erwähnt, wir sollten jetzt die Energiestrategie weiterentwickeln und dabei die Versorgungssicherheit, die Klimaziele und den volkswirtschaftlichen Nutzen höher gewichten. Zudem braucht es für den raschen Zubau dringend schnellere Verfahren, Akzeptanz in der Bevölkerung und von allen Seiten eine Kompromissbereitschaft. Die BKW nimmt auch ihre Verantwortung wahr für die Versorgungssicherheit. Wir haben ein sehr großes Netz in der Schweiz, das wir laufend weiterbauen. Wir haben Projekte in der Energie, unter anderem Trift, dann auch die Grimselsee-Staumauer. Und diese Woche haben wir noch mit der größten Freiflächenanlage für Photovoltaik Belpmoos Solar angekündigt. Inzwischen ist weit bekannt, dass die Herausforderungen, aber auch die Risiken einer Strommangellage für die Wirtschaft und die Gesellschaft riesig sind. Deshalb müssen wir als Land die Produktionskapazitäten stark erhöhen und schnell bauen jetzt. Das ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam meistern können. Eine Herkulesaufgabe als Gemeinschaftswerk. Als Präsident des größten Schweizer Stromunternehmens kann ich Ihnen versichern, dass Axpo mit ganzem Willen, mit Innovationskraft und vollem Engagement hier einer Stromlücke entgegentritt, aber auch unsere Versorgungssicherheit Tag ein, Tag aus leisten wird. Vom VSE-Jahreskongress 2023 gehen klare Signale aus. Die Energiekrise werden wir nur überwinden können, wenn wir, wie Bundesrat Rösti gesagt hat, jetzt endlich ins Tun, ins Zupacken kommen, wenn wir bauen, wenn wir neue Resilienz schaffen für das Schweizer Energiesystem. Dies erfordert viel Mut von allen Handelnden, dass wir die Signale jetzt auch aufnehmen, alpine Solarkraft, die Projekte des runden Tisches umsetzen, aber auch, sage ich mal, die etwas unbequemeren Eisen, wie die angemessene Laufzeit für die Kernenergie. Wenn wir alle diese Dinge gleichzeitig angehen, das kurze und das lange Ende. Wir werden aber eine, sagen wir, überzeugende Lösung auch nur mit unseren europäischen Freunden schaffen können. Autarkie ist die teuerste Lösung von allen. Und die Schweiz ist mit Norwegen zusammen der wichtigste Provider für Flexibilität. Und zusammen mit der großen Grundlast, den die großen Nachbarn liefern können, können wir ein besseres, ein sicheres System bauen. Es darf nie wieder so sein, dass die Versorgungssicherheit in der Schweiz vom Wetter abhängt oder von der Willkür von Herrn Putin. Dieses haben wir über zu viele Jahre vernachlässigt. Jetzt müssen wir gemeinsam mit dem neuen Bundesrat als Industrie die Hausaufgaben angehen. Das wird ein schwieriger Weg, ein langer Weg, aber es kommt aufs Tempo an. Wir als Alpiq sind bereit.